Die langsamen und mittelschnellen Kurven auf dem Hockenheimring führen häufig zu Wheelspin beim Beschleunigen und Blockieren beim Bremsen. Dadurch entstehen hohe Reifentemperaturen. Kurve 2 und 3. Auf weniger als 100 Metern wird von 310 auf 90 Stundenkilometer runtergebremst. Die entstehenden Fliehkräfte von bis zu 5G werden dabei großteils von den Vorderreifen absorbiert. Der kurveninnere Reifen findet kaum Grip auf den Curbs. Der äußere Reifen garantiert die nötige Lenkpräzision und das Halten der Ideallinie. Beim Wechsel auf die Innenseite der Strecke beschleunigen die Autos hoch bis in den siebten Gang auf 325 km/h. Bremszone Kurve 6. Ein hartes Bremsmanöver auf 60 Stundenkilometer auf 120 Meter Länge und innerhalb von nur 2,5 Sekunden. Die heftige Gewichtsverlagerung zur Front hin destabilisiert dabei das Heck und lässt die Unebenheiten der Fahrbahn voll durchschlagen. Die Reifen müssen maximalen Grip leisten, um das präzise Einlenken zu ermöglichen. Das unterstützt den Fahrer, das Auto sicher unter Kontrolle zu halten. Unebenheiten und starke Brems- und Beschleunigungsvorgänge. Pirelli liefert daher die weiche und mittlere Mischung, die ideale Kombination aus Leistung und Haltbarkeit.